Über 36.000 Eltern hat die Landeselternvereinigung gefragt, ob sie das G8, das G9 oder das G8 mit Wahloption bevorzugen. Das Ergebnis eindeutig. Fast 80% sprechen sich für die Wiedereinführung des G9 aus. Nur gut 11% sind für das G8 und gut 9% für das vom Kultusminister bevorzugte G8 mit Wahloption. Wir sind der Meinung, die Politik muss diesem Votum folgen. Für uns ist es ganz wichtig, wenn ein G9 kommt, dass diese 9 Jahre Gymnasium mit einem Lehrplan, der auf 9 Jahre angelegt ist, von der Klasse 5 bis zur Klasse 13 hinterlegt ist. Die Schüler werden es mit Genugtuung hören, wird doch der politische Streit seit Jahren auf ihrem Rücken ausgetragen. Wenn die Mehrheit aller Betroffenen aus der Schulfamilie eine längere Version will, dann muss sich das im Gesetz abbilden. Ja, dann muss die CSU jetzt ins Gesetz reinschreiben, das Gymnasium dauert von 5 bis 13 Jahre. Das ist ein wichtiger Beitrag im Rahmen der Dialogphase. Wir werden das natürlich sehr intensiv bewerten. Und das Thema der verlängerten Lernzeit hat damit natürlich hohe Priorität. Im Schuljahr 18/19, so der Kultusminister, werde sich die Forderung nach Wiedereinführung des G9 niederschlagen.